mich sehr, dass so viele Menschen hierher gefunden haben. Mein Name ist Annette Dorothea Weber. Ich bin die Leiterin, die künstlerische Leiterin dieser neu zu eröffnenden Community Art Centers mit der Ausstellung heute Mütter und Töchter. Ich freue mich, dass Sie außerhalb, auch aus der Neckarstadt, hier in die Neckarstadt gefunden haben, dass Neckarstädter sich auch einige hier sind. Freunde, Freundinnen der Neckarstadt und Freunde und Freundinnen der Kunst. Meine Mutter und ich kommen hier aus der Neckarstadt West. Ich bin stolz darauf, Westlerin zu sein. Wenn ich mir vorstelle, ich würde in Freudenheim wohnen, oh je, womöglich mit einem Vorgarten und dann ist es da ja auch so ruhig. Auf der Mittelstraße habe ich manchmal Angst. Da stehen oft Männer herum. Söhne dürfen viel mehr als Töchter. Zum Glück habe ich keine Brüder, dann dürfte ich noch weniger. Ich freue mich sehr, natürlich mit den Veranstaltern, mit dem Team des neuen Community Art Centers über die große Resonanz. Und das ist ein mutmachender Start. Unsere feste Überzeugung und ich glaube auch letztlich die Idee dieses Projekts besteht darin, zu sagen, dass über Kunst und Kultur gesellschaftliche Prozesse beschleunigt, begleitet, unterstützt werden können, positiv unterstützt werden können und dass letztlich vielleicht umgekehrt aber auch das, was der Zugang zu Kultur ausmacht, ein Abbild ist, wie sehr es gelingt tatsächlich Gemeinschaft überhaupt zu erhalten. Ich würde auf der einen Seite sagen, ich lebe gerne. Warum nehmen Sie uns auf? Die Menschen, die hier leben, das sind ja zugewanderte Flüchtlinge aus über 150 Nationen und gleichzeitig die Menschen, die hier aufgewachsen sind, die leisten eigentlich für die gesamte Stadt eine immense Integrationsleistung jeden Tag. Jeden Tag bewältigen sie das mehr oder minder klappende Zusammenleben hier. Es wachsen überdurchschnittlich viele Kinder und Jugendliche hier auf. Das ist ein sehr junger Stadtteil und auch diese Kinder und Jugendlichen haben eigentlich oft sehr widrige Lebensumstände, um gut groß zu werden und ihren Weg zu finden. Community Art ist eigentlich Kunst mit Veränderungsanspruch im öffentlichen Raum. Also nicht Kunst als privater Luxus oder Kunst, zu der man hingeht, sondern Kunst, an der man teil ist. Und es geht hier um Profikunst, um Profikünstlerinnen und Künstler, die sich hier mit den Bewohnern gemeinsam für die Bewohnerinnen, für die Menschen in der Stadtgesellschaft insgesamt engagieren. Und eins der Themen ist eigentlich das Thema Mütter und Töchter. Thank you.
Wenn viel auf der Straße los ist, dann fühle ich mich sicherer, wie wenn es unheimlich leise ist und man fast niemanden auf der Straße sehen kann. Die Neckarstadt West ist meine Heimat. Ich fühle mich hier nicht wohl. Aber ich wollte auch überhaupt nicht nach Deutschland kommen. In der Mittelstraße, in der Nähe der Endhaltestelle der Straßenbahn, habe ich öfter Angst. Dort ist die Gegend am schlimmsten. Da ist ja auch die Lupinenstraße in der Nähe. Nach 23 Uhr gehe ich nie auf die Straße. Mich vor einer Woche anrief und mich einlud, hier anstelle von Professor Fangberg zu sprechen, habe ich mir überlegt, eigentlich muss ich genau wissen, was ein Community Art Center ist und habe mal bei Wikipedia nachgeguckt. Da waren aber nur 3-4 Zeilen. Die erste Zeile hieß: This article needs inputs from an expert. Das heißt, wir wissen auch nicht ganz genau, was es ist. Man sieht hier in der Mittelstraße nur Männer, überhaupt keine Familien. Ich frage mich oft, wo die Frauen in der Neckarstadt West sind. Ich habe gelernt, nicht zu verlangen, andere Leute Kummer zu schlucken, meine eigene Bitterkeit hinunterzuwürgen. Und obgleich ich meiner Tochter das Gegenteil beigebracht habe, ist sie trotzdem genau wie ich geworden. Vielleicht gerade deshalb, weil sie meine Tochter ist. So wie ich die Tochter meiner Mutter bin. Ich betrachtete sie aufmerksam. Doch am meisten faszinierte mich ihre Stimme. Wie ein vertrauter Klang aus einem vergessenen Traum. Begann mir mit langen, gleichmäßigen Strichen die Haare zu brechen. Warst du eine brave Tochter, Anne-May? Fragte sie mit einem geheimnisvollen Lächeln. Mir war, als blicke mein eigenes Gesicht mich an, mit weit offenen Augen, die zu viel sahen. Meine Mutter war eine Traumgestalt, die ich verehrte. Folgendermaßen trug es sich zu, dass ich meine Mutter als Teil meines eigenen Wesens begriff.
als die innerste Substanz in meinem Knochen. Mütter und Töchter sind wie Treppenstufen, die einander folgen. Hinauf und hinab, doch immer auf dem gleichen Weg. Ich möchte jetzt die Nina Urban hier zu mir bitten. Die Nina Urban hat diese schönen Fotos gemacht. Deshalb möchte ich Ihnen jetzt als allererstes, bevor ich noch etwas weiter erzähle, Nina offiziell vorstellen. Einige Frauen und Töchter, die Sie hier sehen, sind Institutionen im Stadtteil. Das wissen wir, die da sind. Zum Beispiel die Wissenbachs oder Fiedlers, die hinten hängen, aber auch andere. Dass sie hier im Projekt mitarbeitet. Sie ist Projektkoordinatorin und ja, jetzt kennen Sie sie auch alle. Ich würde auf der einen Seite sagen, ich lebe gerne in der Neckarstadt West, weil ich da aufgewachsen bin und auf die Schule gegangen bin. Jedoch auf der anderen Seite würde ich sagen, wenn du aus einer strengen Familie kommst, hast du einfach verloren. Die Menschen lassen ihre Töchter nichts unternehmen, weil sie einfach zu sehr Angst haben, dass ihre angebliche Ehre verletzt wird.